Bierförsterei Podanin hatte die Corona-Pandemie die jagdlichen Aktivitäten stark eingeschränkt bzw. gänzlich zum Erliegen gebracht. Trotz Absage sämtlicher Drückjachten war man doch bemüht, den Abschussplan zu erfüllen. Als der Wetterbericht Anfang Januar Schneefall ankündigte, zog es mich erneut nach Podanin. Unser Plan sah vor, dass ich morgens und nachmittags mit Jakob auf Rot-, Schwarz- und Rehwild jagte und spätabends dann mit Tomek und seinem Bruder Maciej den Sauen nachstellen wollte. Thank you.
Bei unserer weiteren Pirsch war ich wie elektrisiert, als wir plötzlich diesen abnormen Dammhirsch vor uns hatten. 14 Monate zuvor, im November 2019, trafen wir zum ersten Mal auf ihn, waren aber nicht zu Schuss gekommen. Damals waren wir uns sicher, dass er leichte Beute der hier zahlreich vorkommenden Wölfe werden würde. Der Hirsch hatte einen Oberschenkelbruch auf der rechten Seite, der in Fehlstellung und Verkürzung verheilt war. Da er mit dem Hinterlauf nicht mehr aufsetzte, waren die Schalen überlang.
Am letzten Jagdtag wollten wir bei herrlichstem Winterwetter den Füchsen nachstellen. Dazu hatte Jakob seine Freunde Vitek und Karol gewinnen können. Die Terrier von Karol sind als wahre Fuchssprengmeister bekannt und haben schon einige hundert Füchse aus den Strohmieten befördert. Das wichtigste Equipment für Vitek und Karol waren zwei selbst geschmiedete Eisenkrallen und ein Hartplastikrohr, welches Karol als Terrier-Ortungsstethoskop einsetzte. Mit dem Stethoskop konnte er genau feststellen, wo der Terrier dem Fuchs gegenüber lag. Zur Freude aller konnte ich drei Füchse erlegen. Über diese faszinierende und spannende Fuchsjagd werde ich demnächst in einem separaten Video berichten. Ruszymy tego. Ona tu dalej pcha. Macali, macali, a tu je wymacali. To tak jest, to jest ciężkowo, wiesz. W całości. Wieszasz za nogi tylko i w całości wchodzisz do piły. Nie wiem, czy jeszcze tak biorą, ale jeszcze rok temu brali, bo mieli tam dziadka, brał dychę za oskurowanie. Dodatkowo, nie? Es waren herrliche Jagderlebnisse im Winterwald der Oberförsterei Podanin und dazu überaus erfolgreich mit zwei Rehen, drei Dammtieren, einem abnormen Dammhirsch, drei Füchsen und 18 Sauen, davon vier gute Keiler. Dziękujemy, da Spur i do zobaczenia.